Herzlich willkommen aus dem Schlosstheater hier in Neuwied. Ich wurde heute von den zwei Gästen eingeladen, und zwar Anuschka Renzi und Desiree Nick. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Hallo, danke. Ihr zwei spielt bei dem Stück Betty und Joan mit. Ich freue mich. Es geht bei dem Stück ja so ein bisschen um die Dreharbeiten von dem bekannten Film damals, Was geschah wirklich mit Baby Jane. Um was es aber in dem Stück geht, könnt ihr zwei mir bestimmt ein bisschen besser erzählen. Das soll mal die Anuschka machen. Ich bin jetzt mal Zuschauer. Mal gucken, wie du es also in Worte kleidest. Es geht eigentlich darum, das sind zwei Schauspielerinnen, die sehr, sehr, sehr berühmt waren in Hollywood, aber deren beste Zeit so ein bisschen vorbei war. Und es wurde dann ein Film gemacht, der hieß eben Was geschah wirklich mit Baby Jane? Ein B-Movie. Der auch gar nicht für so ein, der wurde dann sehr erfolgreich, es war aber nicht geplant. Und dieses Theaterstück spielt während der Dreharbeiten zu dem Film. Und da wir, Desiree Nick und Anuschka Renzi, auch zwei Diven sind, und in dem Film sind es auch zwei Diven, die sehr unterschiedlich sind, ist in diesem Stück, geht es immer hin und her zwischen den Dreharbeiten zu dem Film, den Figuren Bette Davis, Joan Crawford und Anuschka Renzi und Desiree Nick. Es ist ein sehr interessanter und wilder Abend. Jetzt bist du dran. Ja, lass sie mal weiterfragen. Man kann ja auch schon sagen, dass gerade ihr beiden mit eurer Vergangenheit da ganz gut passt mit den Rollen. Ihr hattet ja auch wirklich lange Zeit Streit, auch in der Öffentlichkeit. Anuschka, ich glaube, du hattest irgendwann mal gesagt, du hast auch ein bisschen Angst vor Desiree. Ja, das hatte ich auch, ja. Wie ist das? Also ich meine, ihr habt euch ja dann versöhnt und jetzt steht ihr hier fast tagtäglich zusammen auf der Bühne. Mhm. Kann man sagen, dass dadurch, dass ihr schon mal Streitigkeiten hattet, dass euch das jetzt ein bisschen hilft in den Da Rollen? Möchte ich jetzt mal antworten. Und zwar, es gibt ja auch das berühmte Stück Nonsense oder Sister Act. Man muss nun wirklich nicht denken, dass man nur dann etwas gut darstellen kann, wenn man das ist. Also Nonsense und Sister Act wird nicht von Nonnen gespielt. Und man muss auch niemanden umgebracht haben, um eine Mörderin zu spielen. Das wäre ja entsetzlich, wenn alles, was man darstellt, erlebt worden wäre. Es wäre furchtbar. Wie wäre das beispielsweise in Sachen Crime? Das möchte man sich nicht vorstellen. Eben. Und von daher ist es genau wie bei jeder anderen Rolle, dass es nun aber Doppelungen gibt zum realen Leben, würde ich sagen, ist umso schöner. Ne? Es muss ja auch kein Schauspieler, der Dr. Brinkmann, einen Arzt darstellt, hat ja nicht Medizin studiert. Aber es ist natürlich in der Dreidimensionalität, dass das glaubhaft wird durch die Unterfütterung, umso schöner, wenn man dann auch noch mehr hineininterpretieren kann. Also die Hauptdarsteller von Romeo und Julia müssen keine Liebesbeziehung haben. Ne? Und so ist es auch bei uns. Es ist aber in der Tat so, dass für dieses Stück es Parallelen und Anklänge gibt. Und das finde ich äußerst amüsant. Es macht den Stoff umso griffiger. So würde ich es beschreiben. Wir haben aber jetzt nicht privat Probleme mehr. Wir sind sehr unterschiedlich in jeder Hinsicht, aber das ist genau das Richtige für dieses Stück. Ich wollte gerade sagen, ne? Also sowohl wenn Sie es menschlich sind, als auch dann quasi auf der Bühne schauspielerisch, ist das natürlich gut zu vereinen. Wie ist das jetzt, verbringen Sie ja die nächste Zeit oder auch schon die letzten Wochen wirklich viel Zeit miteinander. Mhm. Kann man dann sagen, dass dann vielleicht Altes wieder hochkommt und man sich dann doch mal irgendwie fetzt hinter der Bühne? Oder ist es fast so, dass man nach Feierabend sagt, wir gehen jetzt noch zusammen eintrinken? Nee, das mache ich nicht, weil hier in Neuwied gar nichts auf hat nach 10 da, Uhr. Ja, Frau Renzi rührt keinen Tropfen Alkohol an. Ich trinke immer gerne mal einen Cocktail, einen Rosé oder auch ein Glas Champagner. Wir waren doch ein paar Mal italienisch essen. Ja, aber dann hast du zu mir gesagt, du trinkst nichts, ne? Ja. Doch, habe ich ja dann einen Weißwein schon. Ja, gnädigerweise. Aber man merkt, dass es ist dann eine Ausnahme. Ne? Also es gehört nicht zu Ihrem Lebenswandel, hinterher den Abend ausklingen zu lassen mit Alkohol. Und
Ich selber habe mich jetzt damit abgefunden. Ich finde es merkwürdig, weil es eigentlich bei einem Theaterabend sehr schön ist, wenn man noch mal so reflektieren kann. Manchmal sieht man auch gerade in kleineren Städten dann die Schauspieler. Oder es gibt sogar auch Stadtteilen, wenn man on Tour ist. Da wird man quasi mit Applaus begrüßt, wenn man ins Restaurant kommt. Gibt es alles. Ne? Es ist schade. Ich finde, da ist Luft nach oben. Ich kann nur die Gastronomie in Neuwied ermahnen, dass sie im Umkreis des Theaters bitte nach der Vorstellung die Gelegenheit einräumen, dass man den Abend ausklingen lässt. Da freuen sich auch die Schauspieler sehr. Wir haben halt gesagt, die Restaurants, dass von den Theatergängern, die essen alle vorher, danach niemand. Die gehen alle nach Hause und für uns beide alleine machen die nicht auf. Ja. Also in Berlin kann man durchaus... Nein, nicht kann nur man, in Berlin. Düsseldorf kann man nicht auch nur in Köln in Berlin. Da kann man also, durchaus auch... Ich glaube auch in einem Landgasthof in Bayern, der wird zu, wenn der Letzte weg ist. Ja, ne? Es ist halt eine Sache, die uns fehlt. Weil es ist immer sehr schwierig nach so einem aufgeputschten Abend, ist dann ein harter Bruch. Du gehst in die Theaterwohnung und da wachst du eigentlich erst auf und hast dann keine Ansprache. Ne? Ist nicht einfach. Vor allem habe ich immer wahnsinnigen Hunger nach der Vorstellung. Das verstehe ich. Weil ich vor der Vorstellung nur wenig, ganz wenig esse. Und dann gibt's nichts. Aber egal. Das heißt dann jeden Abend noch schnell zu McDonald's, der nee, noch auflacht, nein, oder? Das mache ich nicht. Okay. Wir werden hier ganz schlank abfahren. Jeder hat hier ein paar Kilo abgenommen, wenn wir nach Hause kommen. Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch der Erfahrungswert da mit wenig Essen im Bauch. Kann man denn trotzdem sagen, dass dadurch, dass Sie jetzt gerade so viel Zeit zusammen verbringen und dann auch noch auf der Bühne streiten, dass damit vielleicht auch ein bisschen Vergangenes wieder aufgearbeitet wird oder ist da wirklich... Nein, ich kann Ihnen garantieren, ich kann mich mit jedem Schauspieler und jeder Schauspielerin streiten, die sie mir als Partnerin, als Gegenüber auf eine Bühne stellen. Das glaube ich gerne. Also, dass der Abend würde mit jemand anderem ganz genauso ablaufen, ja. Bei ihr ist es nur so, ich muss dich auch heute wieder ermahnen, das Lametta bitte vorm Rollstuhl, nicht hinterm Rollstuhl. Es ist wesentlich effektiver, wenn man das auf einer Ebene macht, wenn der da steht, gestern musste ich wiederum. Also sie ermahnt mich auch manchmal, wenn man textlich eine Unsicherheit hatte. Wissen Sie, wenn man 2 Stunden redet, es gibt keine Perfektion. Perfektion ist ja auch etwas von Menschen gemachtes. Das gibt es in der Natur gar nicht. Auch in der Kunst nicht. Das ist ein Ideal, was Menschen sich ausgedacht haben, Perfektion. Und einen solchen Abend, dass der perfekt ist, das ist also fast gar nicht zu erreichen. Ich glaube, auch wenn man in eine Philharmonie geht und man sagt als Zuschauer, ach, das war ja ein wunderschöner Abend, da kommt der Dirigent in die Garderobe und sagt, hier war das und hier war das und hier war das. Und so machen wir uns gegenseitig aufmerksam. Ne? Mhm. Manchmal bin ich was übersprungen, sie stand manchmal falsch wie gestern. Und das ist ganz gut, dass man so ein Korrektiv hat, weil ein Regisseur ist nach einer Premiere nicht mehr dabei. Und dagegen habe ich auch nichts, dass eine Auswertung gehört auch zu einer guten künstlerischen Arbeit. Also wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, auch Ihre Körpersprache wahrnehme, dann kann man schon sagen, es ist so ein bisschen wie bei einem alten Ehepaar. Auch so von den Streitigkeiten her. Von dem Ermahnen und zueinander rechtweisen. Ja, Frauen können heiraten. Wir sind beide Single, ne? Also wer weiß, es wäre das Beste für die Presse. Ja, also rufen Sie mich an, wenn es soweit ist. Ja, dann machen wir, ne? Gern die erste. Machen wir eine Exklusivstory. Ich würde mal sagen, verloben können wir uns, ne? Das ist ungefährlich. Da braucht man auch noch keinen Juristen. Man kann sich schon mal verloben. Also und danach, dann, ja, dann hat man sich halt getrennt. Dafür dient ja die Verlobungszeit. Wir haben hier Ehe auf Probe. Ich bin gerne dabei. Ich spiele gerne auch den Trauredner oder mache das Blumenmädchen, was immer Sie wollen. Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie nur in Neuwied zu Besuch sind, sondern für Sie geht es ja auch noch weiter. Welche Stadt steht als nächstes an? Düsseldorf, da spielen wir das... Fast 2 Monate. Was mich unheimlich freut, ja, mich weil danach hat man dann wirklich Routine. Hier sind ja die ersten Gehversuche und wir sind in 8 Theatern bei Komödie am Bayerischen Hof in München, nächstes Jahr am Schlossparktheater Berlin, in Bielefeld in Essen. Und
das braucht so ein Stück auch, weil jeder hat Recht auf so ein Stück. Und gerade heute mit künstlicher Intelligenz und mit so viel Social Media und Fake und Filter, diese Dreidimensionalität des Theaters, die wird mehr gebraucht denn je, ja. Weil wir bewegen uns dahin, dass Theater sehr bald die letzte authentische Bastion sein wird. Da wird nichts ausgedruckt, nichts gefaked, nichts. Es ist Kunst. Und deshalb ist und bleibt es Kunst. Und ich glaube, dass in Zukunft, Theater gab es ja schon immer, seit den Steinzeitmenschenhöhlenmalerei, dass gerade jetzt diese Entwicklung mit künstlicher Intelligenz, das Theater, dem Theater noch mal eine ganz neue Wertigkeit verleihen werden. Weil wenn du dann Real Reality erleben willst, dann geh ins Konzerthaus, geh in die Oper, geh in ein Theater. Ja. Woanders wird es keine Real Reality mehr geben. Im Fernsehen schon gar nicht und am wenigsten im Reality TV. Ich wollte gerade sagen. Das hat sich lange verabschiedet. Das müsste Unreal Reality heißen. Ja, aber ich glaube, dass einfach auch eine ganze Generation sich für Theater wenig interessiert, weil die gar nicht die Konzentrationsspanne haben. Die haben ja festgestellt, dass 7 Minuten oder 8 Minuten das längste ist. Also ich habe ja, als ich am BE gespielt habe, da waren da Schulklassen. Ey, die saßen da und haben ständig in ihr Handy geguckt. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Na, also ich habe die Drei-Groschen-Oper gesehen am BE, da hat keiner ins Handy geguckt. Okay, Drei-Groschen-Oper nicht, vielleicht war es ja nicht so langweilig. Also umso wichtiger eigentlich, wie Sie schon sagten, dass man wirklich ins Theater geht. Und ich glaube, die Leute da draußen haben jede Menge Möglichkeiten, Sie noch zu erleben. Das Ganze in Neuwied findet bis zum 28.01. noch statt. Mhm. Für die, die es da draußen nicht in Neuwied schaffen, Sie haben es gehört, da warten noch ganz, ganz viele andere Städte drauf. Ich freue mich, gleich ein bisschen zugucken zu können bei eurem Theaterstück. Wir werden bestimmt auch den Zuschauern da draußen noch die ein oder andere Inspiration mitgeben. Ich wünsche euch gleich ganz viel Erfolg. Wenn ihr es auf der Bühne gleich so macht wie mit mir jetzt hier, glaube ich, kann nichts schief gehen. Na dann, viel Spaß. Dankeschön. Danke euch. Wie soll man das beschreiben, ne? Da muss man ja aufpassen, was man heutzutage sagt. Also sie ist eine sehr... ich würde sagen, also ja, da bin ich sprachlos. Ja, da fehlen mir echt die Worte. Also, die ist eine sehr, sehr... Ja, danke. Interessante Persönlichkeit. Die Presse hat versucht, uns gegeneinander aufzuhetzen. Daraufhin hat sie neulich eine Pressemitteilung herausgegeben. Ihr unausgeglichenes Sexleben ist. Ich meine, man muss sie ja nur anschauen, um das zu erkennen. Durch ihn fand ich Anerkennung nicht nur bei meinen Fans, sondern auch bei den Kollegen und bei der Presse. Probiert. Meine Arme sind trainiert wie bei einem Gewichtheber. Oh, na sag mal, das Ding ist ja wirklich sauschwer. Alle, die von Baby Jane wussten, haben mich angefleht, diese Rolle nicht zu spielen. Wieder ganz nach.